gehen auf den Rummelplatz, wir gehen auf den Rummelplatz. Ah! Wir gehen auf den Rummelplatz, wir gehen auf den Rummelplatz. Arr, Captain Krabs! Ah! Captain, wir fahren gleich. Ich meine, arr, Captain, arr, wir arr gleich arr auf den arr. Raus mit der Sprache, arr! Ich arr, glaub arr, er versucht arr zu sagen. Arr. Land. Ja! Ich schick die Kunden weg, du rufst die Marine. Hallo, Vermittlung, die Marine, bitte. Hallo, Sie sind mit dem automatischen Telefonservice der Marine verbunden. Thaddeus, die Roboter haben die Marine infiltriert. Nicht unsere Marine! Ich bitte um Aufmerksamkeit. Roboter haben die Welt erobert. Unsere Welt! Sehen. Wo ist der Patrick? An der Kreuzung Korallenallee, Ecke Schneckenstraße. Da bin ich auch. Er ist ganz nah, aber ich kann ihn nicht sehen. Was tut er? Er steht einfach da rum. Bedrohlich. Da draußen sind Haie. Sagen Sie mal, haben Sie etwa was gegen meine Familie? Da sind Sie, Ungeheuer. Sie wissen wohl nicht, dass wir Seeungeheuer große Verdienste in Wissenschaft und Kultur haben. Ja, ich bin dran. Der nächste Bus nach Bikini Bottom. Was? Der nächste Bus nach Fahrplan. Ich kann Ihren Akzent nicht verstehen. Der nächste Bus nach Bikini Bottom. Ach so. Sagen Sie das doch gleich. Donnerwelle, dieses Gemälde ist wunderhübsch. Danke sehr. Und wer ist das? Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Mr. Thaddeus. Sie beide sind Thaddeus? Ich bin Thaddeus, er ist Thaddeus. Wir beide sind Thaddeus. Ich bin der dreckige Dan. Ah! Schreien hilft dir auch nicht. Flitzpiepen ist der echte dreckige Dan. Na ich? Patrick! Hühnerkeulchen. Zucker und Zitrone! Riesenrad! Zucker und Zitrone schmelzen! Muscheln ringen! Uralte Männer waschen! Macht sowas denn Spaß? Also mir schon! Seife? Seife? Was ist Seife? Hat jemand was gesagt? Warst du das? Und jetzt sagst du ihm mal, was Sache ist. Los, sei energisch. Eigentlich ist das da mein Eis. Klasse. Und jetzt gib's ihm richtig. Aber ich geb's ihnen. Hey, danke. Ach, hallo, mein Name ist Thaddeus. Tja, dürfte ich auch Ihren erfahren? Was geht Sie denn das an? Tja, ich wollte Sie unter Ihrem Namen für unser Gewinnspiel eintragen. Also, was darf ich notieren? Vor- und Zuname? Natürlich. Klar, dann schreiben Sie sich Folgendes auf. Was geht? Sie das an! Und sein Name ist... Mister, was geht Sie das an? Das nennst du Arbeit? Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Manchmal muss ich die Antenne verstellen. Manchmal verliere ich die Fernbedienung. Und manchmal tut mir ganz schön der Allerwerteste weh. Oh, du armer, armer Kerl. Übrigens, da ist dein Aktenkoffer. Oh, das ist also der Dank dafür, dass ich mich fast tot arbeite. Tot arbeiten? Und ich und Thaddeus werden so lange streiken, bis wir bekommen, was uns zusteht. Und wenn's sein muss, auch ewig! Auch ewig! Auch ewig! Auch ewig! Auch ewig! Und überhaupt haben wir doch das! Was soll denn das sein? Oh, die magische Miesmuschel! Magische Miesmuschel, werde ich jemals heiraten? Eines Tages vielleicht. Die Kraft aus dem Inneren. 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 Ich möchte zunächst, dass Sie Ihre Augen schließen. Fester! Fester! Zu fest!
Und nun sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich sehe riesige Krabbenburger. Gut, und woraus sind sie gemacht? Aus Hass. 9.997, 9.998, 9.999, 10.000. Wo ist das Kreuz? Es müsste genau hier sein. 10.000 Schritte nach Osten. Osten? Haben Sie nicht gesagt Wosten? Wosten? Von welchem Kompass liest du eigentlich ab, Matt? Von dem hier, Sir. Das heißt Westen, Patrick. Du bist erneut gefeuert. Okay, zunächst sprichst du mir nach. Ich habe kein Talent. Ich habe kein Talent. Meister Tentakel hat das ganze Talent. Meister Tentakel hat das ganze Talent. Ich bin froh, wenn ein bisschen von Meister Tentakels Talent auf mich abfärbt. Ich bin farbig, wenn ein bisschen von Meister Talents Tentakel auf mich abfroht. Ich habe überlebt. Und daher habe ich beschlossen, mein Haus nie mehr zu verlassen. So ein Drecksgeschwätz. Das ist kein Drecksgeschwätz. Das ist Drecksgeschwätz. Entschuldigung. Moment, Moment. Ja, nicht schlecht, was? Alter, ist das krass. Ich danke dir. Ich bin mindestens so cool wie Larry. Ganz genau. Und wenn nicht, dann soll mich doch... fliegender Eiswagen erschlagen. Witz! Lebend kriegt ihr mich nie, ihr Schweine! Nein, Johnny, mach das nicht! Du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. Ich bin so alt, dass mir schon die Härchen aus den Leberflecken wachsen. Ein Baby-Bubi-Burger. Mit Kinderstuhl und Lätzchen. Ich sage Ihnen ein Wort und Sie sagen mir darauf das erste Wort, das Ihnen dazu in den Sinn kommt. Bereit? Ich bin bereit. Arbeit. Arbeit. Pfannenwender. Pfannenwender. Brötchen. Brötchen. Nein, nein, der Sinn der Übung ist der, dass Sie etwas anderes sagen, als ich das tue. Oh, okay, verstanden. Kartoffel. Kartoffel. Tomate. Tomate. Ich hab's gewusst. Es ist völlig unmöglich, dass ein Luftkopf auch nur die geringste Chance gegen einen Wasseratmer hat. Luftkopf. Wir haben das ganze Zimmer gestrichen und zwar ohne, dass auch nur ein Tropfen Farbe auf. Steiniges Strandgut, was ist das? Ach, du barschiges Ungeheuer, eine schwebende Einkaufsliste. Ja! Ja. Los, rein, Luxburgsburg! Das ist ein mannischer Schrei! Gleich greift er dich an! Das ist die Apokalypse! Büroartikel fallen vom Himmel!